Hi, ich bin Ekain und ihr kennt mich von den Panthers. Wir waren ja jetzt eine ganze Weile weg, aber jetzt sind wir bereit für Folge 10. Leider sind die meisten unserer Videos gesperrt worden. Und das letzte wurde sogar auf 18 gesetzt. Aber warum? YouTube hat uns wegen des Jugendschutzes gesperrt. Aber was meinen Sie genau damit? Wenn man mit dem Support diskutiert, verweisen sie immer wieder auf die Richtlinien für werbefreundliche Inhalte. Da werden all die Themen aufgeführt, die uns Probleme bereiten können. Zum Beispiel sexualisierte Inhalte, die natürlich nicht für Kinder geeignet sind oder wie YouTube sie nennt, Inhalt nur für Erwachsene. Oder zum Beispiel Videos, die zu schädlichen und gefährlichen Handlungen animieren. Oder aber auch kontroverse Themen. Wir haben seit der ersten Folge ja schon einen ziemlichen Weg zurückgelegt. Sprich, wir würden die Dinge nicht mehr so machen wie in Folge 1. Ach, halt die Schnauze, ehrlich. Pass auf, halt die Schnauze. Sag mir, das geht. Du kleiner. Sag mal. Hast du mich verstanden? Ich höre dich. Okay. Ich setz mich jetzt vor. Tja, weißt du, wer wir sind? Moin. Kennst du uns? Wir sind die Panther. Direkt hinter dir, nicht im Zündhof. Hey, das war ein Scherz, okay? Oder wie man auf YouTube sagt, Prank. Wir haben keinen Monster Truck und wir haben auch keinen Mark II Panzer und auch nie irgendwas in die Luft gesprengt. Okay, sind wir jetzt cool, YouTube? Aber jetzt mal im Ernst. Also die letzte Folge hatte nun wirklich gar nichts davon. Keine Beleidigung, kein aggressives Auftreten, gar nichts. Also daran kannst du wirklich nicht liegen. Waren unsere Inhalte eventuell sexuell? Immerhin sind zwei unserer Videos wegen Nacktheit und Pornografie gesperrt worden. Aber dann habe ich das Video auf YouTube gefunden. Can you put it in a little bit more? Hier sind zwei Männer zu sehen. Einer schiebt dem anderen offenbar von hinten abwechselnd ein Video und dann seinen echten rein. In diesen Videos kann man Richtungen sehen und hier sogar Hundeköpfe. Diese Videos sind nur teilweise auf 18 gesetzt und nicht gesperrt. Meine Frage, warum steckt YouTube uns in die gleiche Kategorie und warum findet man diese Videos sofort, wenn man sie sucht? Unsere können nicht gefunden werden, wenn man den Titel eingibt. Wenn man beispielsweise Folge 9 sehen will, muss man diese Buchstabenfolge eingeben. So YouTube Support. Warum? Aber was ist es dann? Es muss einfach das Thema selbst sein, oder? Erklärt zwar nicht, warum nur die Hälfte unserer Videos gesperrt wurde, aber das muss es doch sein. Wow! Spinner, ey! Außer in den 111 Videos von Chris Hansen. How to Catch a Predator, einer Show, die sogar im Fernsehen in Amerika lief. Auf YouTube ohne Probleme auch in Deutschland zu sehen. Diese Videos sind weder gesperrt noch auf 18 gesetzt. Hier werden die Chatverläufe gezeigt, die Täter ungebläut präsentiert und ab und zu wird auch mal einer getasert. Also wir haben da eine Vermutung. Mittlerweile schauen ja neben unseren Fans eben auch eine ganze Menge, sagen wir Täter, unsere Sendung. Naja, und die melden uns dann eben auch gerne. Wir haben die Forendiskussion selbst gesehen. Und wenn dann genug Leute unsere Sendung gemeldet haben, dann wird sie gesperrt. YouTube kontrolliert die Meldung nicht einmal und sperrt uns wegen der absurdesten Gründe. Nacktheit und Pornografie? Im Ernst? Stattdessen finden einige Scherzkekse im Support das richtig lustig. Das ist schade. Ob willkürlich oder nicht, wir finden das nicht richtig. Aber nach einer 3 Monate langen Analyse tausender nicht gesperrter YouTube-Videos haben wir nun das bombensichere Konzept entwickelt, um nie wieder gesperrt zu werden. Regel Nummer 1. Keine brisanten Wörter. YouTube filtert unliebsame Begriffe, wie beispielsweise F***ing heraus und flaggt ein Video, sobald so ein Begriff zu hören ist. Deswegen können wir auch nicht mehr oder Kinder sagen. Viele heißen deswegen ab heute nicht mehr, sondern YouTube-freundlich die Bösen. Und Kinder sind keine Kinder mehr, sondern böse Nein-Nein-Filme. Wer Probleme mit unseren Übersetzungen hat, kann sich gerne die Sachlage des jeweiligen Falls parallel auf unserem Telegram-Kanal ansehen. Und deswegen heißen wir nicht mehr Panthers, sondern die Einhorn-Crew. Hat zwar überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber Einhörner sind super kinderfreundlich und ziemlich cool. Und wir geben YouTube nicht schon im Titel den heiß ersehnten Grund, uns wieder zu sperren. Wisst ihr,
wir würden die Dinge auch lieber beim Namen nennen. Ja? Aber YouTube hat uns in der Vergangenheit dafür bestraft und deswegen machen wir das jetzt so. Aber keine Sorge, alles bleibt gleich. Nur eben ein bisschen anders. YouTube-freundlicher. Ja? Für Kinder angemessen. So wie YouTube es will. Denn letztendlich kommt es nur darauf an, wie man es verpackt. Auf ein Wort. Wir machen uns nicht lustig über dieses Thema. Wir nehmen dieses Thema tot ernst. Aber wir machen uns verdammt lustig darüber, wie man in Deutschland mit diesem Thema umgeht. Und das nicht zu knapp. Deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der neuen und kinderfreundlichen Version der Pandas, die Einhorn Crew. Im Jahre 2078 führte eine Gruppe waghalsiger Abenteurer einen riskanten Zeitsprung in das Hier und Jetzt durch, um den Untergang der Erde abzuwenden und die Köpfe einer selbstgefälligen Elite zu waschen. Getrieben von den höchsten Idealen und einer ziemlichen Ist-und-Scheiß-Egal-Attitüde stellten sie sich den düsteren Lords, auch als die Bösen bekannt, um das Wohl der Kinder dieser Erde zu schützen. Das sind die Abenteuer der Einhorn-Crew. Das folgende Gespräch entstand auf Initiative des Interviewten. Er hat sich bis zum heutigen Tag nicht strafbar gemacht und verurteilt solche Handlungen zutiefst. Dies war eine Bedingung seitens Nick für das Gespräch. Okay, so. Ich kann dich sehen und hören. Wie geht's dir? Ja, auch gut, auch gut. Langer Tag. Respekt, dass du das gemacht hast. Du bist ja auf mich zugekommen und hast mich ja gefragt. Ob wir nicht mal sprechen wollen und ein Interview machen wollen. Wie bist du darauf gekommen? Da haben wir gedacht, es gibt ja eigentlich schon zwei andere Aufgaben, die ich mir gedacht hätte, würde in jedes Thema reinpassen, aber bei dir habe ich mir gedacht, hat das passt am besten zu dem Thema und so habe ich mir gedacht, so passt am besten. Also hast du sowieso schon, ich sag mal so, die Idee oder den Plan, mit jemandem, also darüber zu sprechen, eventuell auch ein Interview zu machen. Ja. Das ist mutig, oder? Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ja. Wie ist das, wenn man ist, oder wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du solche Neigung hast? Merkt mit 15, 16 und realisiert wirklich vor ein paar Wochen.
nur am Wacken vor Familie sein, aber es ist super schwierig. Ich habe so eine direkte Meinung dagegen, aber wie kann man jetzt sagen, ja, ich muss etwas sagen, ist das, jenes, Stimmung kommt nicht kaputt, aber auf jeden Fall. Was glaubst du, was passieren würde, wenn du das deiner Familie sagst? Keine Ahnung. Hast du darüber nachgedacht? Aber du hast darüber nachgedacht, es deiner Familie zu sagen. Am Anfang will man es, glaube ich, nicht ernst nehmen, weil man glaubt, das kann es nicht geben. Das ist meistens schon. Wenn man das wirklich nicht zulassen will, dass es so ist, bei den anderen, dann wird man das langsam realisieren. Und dann wird in die positive Richtung gehen oder in die negative. Hast du schon mal mit irgendwem darüber gesprochen, außer mit mir jetzt? Ja. Woher das Vertrauen, mit mir darüber zu sprechen? Weil ich deine Arbeit weiß und die Menschenkenntnis dafür so groß ist, dass ich durch den ganzen Videos, die mir geschaut habe, gewusst habe, dass der Plan muss so da sein, weil sonst würdest du das ganz anders auf dem Video gefallen. Jetzt muss ich dich fragen, wie findest du unser Format? Es ist. Man muss so sagen, man hat es mit Leuten zu tun, die was eigentlich jegliche Moral sprengen, die es gibt, weil unter jeder Würde ist. Und damit jetzt, so wie ihr vorgeht, ist eigentlich auch wieder unter jeder Moral fast, weil kann man nicht machen, sagen viele, aber es ist halt das gesagt gemacht, das ist halt, ich finde es gut, aber es ist halt ein schwieriges Thema, so. Aber ich finde es eine Arbeit eigentlich relativ. Was denkst du von Leuten mit einer Neigung, die eben nicht wie du dagegen ankämpfen und auch ankommen, sondern die, wie zum Beispiel die in unseren Folgen, die es trotzdem tun? Da gibt es zwei Sachen für mich jetzt. Die erste ist, wenn du wirklich ein Kind anschreibst, dieser ganze Protest über euch geht gar nicht. Aber dieses Problem, was ich habe, ist, ich merke selber, bei meinen Neffen, nicht, dass ich es ist oder so, aber Gelegenheit macht Liebe. Zum Beispiel, wenn du in der Familie einen Hunger hast, Gelegenheit macht Liebe. Wie ein Junkie, der ein Handy oder einen Hunger braucht, schreibt sie, Gelegenheit macht Liebe. Das ist das große Problem. Warum ist es bei mir so schwer mit Familienplanung, weil ich weiß, ich will eigentlich aus tiefstem Herzen, aber irgendwie schwierig, weil. Ich könnte mir auch mit dir alleine aufpassen, weil ich zu viel Angst habe, selbst. Du bist alles schwierig und kennt man. Hast du so ein bisschen. Wir haben ja so ein bisschen mit unserer Sendung so eine Diskussion losgetreten. Wir haben natürlich auch eine Menge Kritik bekommen. Insbesondere, dass wir so eine Art, ich sag mal, Menschenjagd machen. Das ist so einer der Hauptkritikpunkte. Wie empfindest du das? Das ist richtig, was er macht, aber man kann es nicht jedem recht machen. Das ist so dieser Witz. Geht nicht. Unmöglich. Drum würde ich euch sagen, ist ein zweiter Mann. Negative Kritik bekommt jeder. Weißt du, wie ich meine? Auch wenn du alles versuchst, richtig zu machen im Leben, dann wirst du immer negative Kritik. So. Ich bin ziemlich überrascht, wenn ich so mit dir rede, weil ich sag mal, zu so einem Gespräch ist es bisher nie gekommen und du erscheinst mir sehr differenziert. Glaubst du, das würde mich noch interessieren, glaubst du, dass sich viele Täter hinter dieser Schutzbehauptung, dass sie krank sind, verstecken? Ja. Ich kann es nicht anders sagen, aber das Gespräch mit diesem jungen Mann hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Er hätte das nicht tun müssen und dennoch hat er das Gespräch so offen geführt. Im Laufe der Unterhaltung bringt er noch weitere interessante Punkte an. Laut seiner Aussage gibt es in Österreich kaum bis gar keine Therapiemöglichkeit für viele, außer in Wien. Man möchte sich mit diesem Thema einfach nicht beschäftigen und einer der Gründe, wie er glaubt, ist die Tatsache, dass die meisten Regierungschefs selbst keine Kinder haben.
Deutschlands und Österreichs letzte beiden Kanzler waren tatsächlich kinderlos. Und ich frage mich, ob das tatsächlich einer der Gründe ist. Nach unserer Unterhaltung bin ich mir sicher, dass wir uns nochmal wiedersehen. Ein Haus ohne Wände ist schutzlos. Wie ein Kind ohne Erfahrung. Und es gibt Menschen da draußen, die genau danach suchen. Dieser Mann ist tagsüber erfolgreicher Geschäftsmann, aber wenn es dunkel wird, geht er im Internet auf die Jagd nach naiven Jungs, um sie für seine Zwecke zu missbrauchen. Obwohl er wegen bösen Filmen bereits mehrfach verurteilt wurde, macht er unbeeindruckt weiter. Dieses Mal hat er einen vaterlosen Jungen an der Angel und spielt ihm vor, ihn adoptieren zu wollen. Was er aber nicht weiß. Der Junge ist gar nicht vaterlos und der Vater weiß Bescheid und ist scheiße wütend. Deswegen hat er die Einhorn-Crew kontaktiert und die ist gerade auf dem Weg, jemanden den Tag so richtig zu versauen. Er ist angeschrieben worden und ja, ihr habt uns dann kontaktiert und seitdem haben wir halt die Kommunikation über Michael gehalten. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt gleich die Strecke einmal abfahren. Die Strecke ist relativ einfach, aber weil kein Mensch in Bochum hier in dieser Ecke unterwegs ist zu Fuß, ist eine Observation zu Fuß eigentlich nicht möglich. Morgen. Moin. Ja, gut. Super. Wenn Devin, wenn er da sitzt, wo Mevi sitzt, ist er voll im Bild. Er muss auf der Seite sitzen. Ja. Ich habe halt gedacht, weißt du, Marcel und Nevi sind halt mit uns stabile Filmer. Die können theoretisch das Ganze auch nochmal von einer anderen Position filmen. Könnten dann mit dem Ops-Team zusammen beim Zugriff alle gleichzeitig rein. Meinst du, ihm fällt nicht auf, dass er nicht pummelig ist ein bisschen? Hat er doch schon gesagt. Habe ich schon gesagt. Ich habe gesagt, dass ich halt gemobbt werde in der Schule und dass ich halt nicht so empfinde. Ja, du siehst jetzt nicht so, du siehst schlank aus, ne? Er hatte mit ihm... Videotelefon. Bierbauch, ne? Hast du schon Videochat gemacht? Ja, ich hab mit dem Videotelefon. Okay, auf entspannt. Okay. Dann ist er nicht komisch. Okay, komm. Du bist eine erwachsene Frau. Du kannst dich selber entscheiden, wenn du So, was machen wir jetzt, Nick? Ja, wir gucken jetzt, ob die Drohne funktioniert. Okay, wir satteln auf. Und machen einmal kurz die. Ja, komm, okay. Nee, lass noch. Also, meine Idee war, Devin steht hier. Und ihr steht vorne.
und sag Bescheid, wenn das Auto reinfährt. Ja, Punkt ist durch. Dann steht Devin hier, winkt, sag mal sich, lehnt sich, lässt sich an eine Mülltonne an, so wie Jugendliche das heutzutage tun. Und winkt und sagt hier, fahr da am besten rein. Weil hier die Anwohner. So. Aber das, wie gesagt, das ist nur relevant, wenn er ihn ins Auto holen möchte. Ja? Weil hier kommt er nicht raus. Da sind wir uns schon einig, dass er das mit allen Mitteln verhindern wird. Wenn das Wetter so bleibt, wird es gar nicht zur Sprache kommen. Das wäre nur für den Fall, wenn es halt einen Grund gibt, ins Auto zu steigen. Also ganz im Ernst, wenn er aussteigt, das Ding ist ja, wir haben ja einen Ortswechsel, ne? Der erwartet ja eine Wohnung in der Parterre und wir sind ja jetzt keine Parterre mehr. Das heißt, Devin wird ihm auf dem Fußweg verklickern, pass auf, meine Mutter ist doch da, aber ich habe den Schlüssel von wenn er Tante. Überhaupt fragt. Wenn er überhaupt fragt. Ich habe den Schlüssel von meiner Tante. Genau, an deiner Stelle musst du das eigentlich gar nicht erwähnen, es sei denn, er fragt nach. Ne? Diese Sackgasse ist bedeutend. Heute wird es regnen und sollte der böse Mann Devin ins Auto locken, muss dieser eine riskante Entscheidung treffen. Einmal eingestiegen, wäre Devin ihm völlig ausgeliefert und die Crew hätte nur eine Chance. Sie müssten die Straße versperren. Eigentlich sieht der Plan jedoch ganz anders aus. Devin und der Fremde sollen zu Fuß zur Wohnung gehen und die Autos der Crew immer wieder passieren. Den Anfang macht das Ops-Team. Als nächstes folgen Mustak und Nebi, welche auch die Hauptstraße kontrollieren. Das dritte Fahrzeug fährt Lucy. Nick wird mit der Drohne alles von oben überwachen, während Michael funkt. Da nicht klar ist, welche Straße der Fremde nimmt, stehen sie versteckt in einer Nebenstraße. So wird er von allen Seiten beobachtet. Das Team verlässt den Einsatzort. Ihnen bleibt noch eine Stunde, um die letzten Vorbereitungen zu treffen. Obwohl die Crew gelassen wirkt, steigt die Aufregung, denn Devin wird zum ersten Mal selbst Lockvogel sein. Aber sein Gegenüber macht das nicht zum ersten Mal. Wird er die Falle bemerken? Ja. Jemand im Haus verstorben zu sein. Auf jeden Fall steht hier Rettungswagen, Notarzt und natürlich die Polizei. Ja gut, wir haben noch anderthalb Stunden. Ja, nur dass ihr das schon mal Bescheid wisst. Falls die dann noch nicht weg sind, falls es hier länger dauert oder so, was ja durchaus mal sein kann bei so einem Einsatz, dann müssen wir vielleicht ein bisschen umdisponieren. Muss der wegen vorher schon abfangen vielleicht. Wir überlegen uns was. Das kann aber nicht damit zusammenhängen, dass da eben drei maskierte Typen standen, dass da einer die Polizei gerufen hat, oder? Nee, ich glaub nicht. Okay, gut. Das ist auf jeden Fall so, auf jeden Fall, es geht jetzt gleich los. Wir machen uns so gerade fertig und dann hol ich den. Kannst du auch mal wie so die ganze Zeit anzuschauen, das ist richtig cringe, ne? Muss so gucken. Soll ich dich aufnehmen? Nur Max. Auf jeden Fall, wir sind jetzt in der Wohnung. Wir holen jetzt gleich den erstmal ab, beziehungsweise ich. Dann laufe ich mit dem die 18, 20 Minuten hierher. Genau, und dann schauen wir mal. Dann seht ihr, wie hört sich denn deine Stimme an, wenn du mit ihm redest? Ach. Hey, wie geht's dir? Ich weiß nicht, ja, ich bin ein bisschen nervös und sowas. Ja, und ich freue mich auf dich gleich, ne? Devin ist der Teufel, ey. So, ich weiß nicht, ob ihr uns schon hört. Wir kommen jetzt dazu. Was machen wir hier? Hier ist der Treffpunkt. Hier wird sich Devin gleich mit dem Typen treffen. Und wir versuchen jetzt eine Position zu finden, wo wir gut parken können, wo wir jetzt nicht so auffallen, aber wo wir auch die Drohne starten können. Ich würde sagen, wir fahren da in die Straße ein bisschen weiter rein. Ich kann eigentlich auch hier stehen bleiben, oder? Ja. Nicht zu weit weg. Ups, so ein bisschen da. Bordstein. So gucken, wenn hier einer raus will. Aber ansonsten ist alles gut. Hey, okay, ja, tut mir leid. Also, ich freue mich auf jeden Fall, aber ich mache es jetzt natürlich nicht einfach so, weil es ist ja ganz schön Spannung jetzt. Aber ich freue mich. Bis gleich dann, ja? Ich mache mich dann schon mal fertig. Boah, bist du gut. Tut mir leid, das ist zu gut. Boah, der ist gespenstig, echt. Na
Dann müssen wir auch überlegen, ob die den ganzen Weg zu Fuß gehen. Das ist genau der Worst Case. Er hat nicht mal einen Schirm dabei, weißt du? Dann sagt er, Alter, das ist mich verarschen, ich gehe jetzt keine 25 Minuten im Regen spazieren. Das wird gleich nicht so sein. Selbst wenn, das dauert ja nicht lang zu mir nach Hause. Ja. Ja. Können wir ein heißes Bad nehmen. Geht los. Na? Guck mal, ne, wenn das Wetter so bleibt, ohne nicht fliegen. Dann müssen wir, wie gesagt, dann müssen wir halt gucken, dass wir ihn mit den Autos halt immer im Blick haben. Und wie gesagt, was wir auch bedenken müssen, ist, dass es sein kann, dass er wirklich im Vorschlag sagt, pass mal auf, das ist so ein Sauwetter, 25 Minuten zu Fuß, wir haben nicht mal einen Schirm, sollen wir nicht lieber mit dem Auto fahren? Was machen wir dann? Weil ehrlich gesagt, das ist wirklich logisch. Bei dem Wetter würde ich auch nicht zu Fuß gehen wollen. Das mag logisch sein, aber ich würde davon dringend abwarten. Du musst das letzten Endes entscheiden, aber ich will. Ja, okay, dann müssen sie halt im Regen gehen. Er ist wieder off. Gut. Wenn der so in uns verarscht, dann fahren wir nach Recklinghausen und suchen den. Ey, schreibt das auf keinen Fall. Auf jeden Fall hatte er ja geschrieben, dass er in Recklinghausen mit einem, der 13 bzw. 14 Jahre alt war, jetzt schon über 6 Jahre Kontakt hat und das ja auch gemacht hat. Ja, und er auch das mit mehreren macht und sich im Hotel trifft. So, wie gesagt, wir hatten jetzt gerade einen Fehlalarm, wahrscheinlich. Er schreibt jetzt, dass er um 11.45 Uhr kommt und genau. Fenster hier leider aufmachen. Ach, ja, alles klar. Haben wir Devin auf dem Ohr? Ja. Mach bitte die. Mach laut. Jetzt kommt ein Auto von links. Ist er das? Sicher. Das ist er. Ich habe ihn. Durch bitte. Micha, über Funk. Er kommt. Er ist gerade an. Devin hat ihn gesehen. Devin hat ihn jetzt gesehen. Micha gibt durch, dass der Typ jetzt in die Straße reinfährt, wie geplant. Der Typ fährt jetzt in die Straße rein, wie geplant. Sehr gut. Ich sehe Devin. Okay, wir fahren los. Die müssten beide auf der rechten Straßenseite sein, wenn wir gleich die Straße da hochfahren. Ja. So, ZP ist jetzt am Auto von vorbei. Die sind auf der rechten Seite. Fahr ein bisschen schneller. Jetzt sehen wir uns. Habe ich die Drohne verloren, das kann nicht wahr sein. Muss man halten? Ja. Fahr nochmal zurück oder dreh hier nochmal. Da sind die. Die Wenden. Wieso das denn? Weiß ich nicht.
leise. Gebt mal durch, wir haben die Drohne verloren. Wir müssen zurück. Gebt das durch, bitte. Wir haben die Drohne verloren. Sag, wir sind dran. Wir haben die gerade auf im Blick und filmen alles. Micha, gibt's eine Möglichkeit, wieder vorzufahren, aber über einen anderen Weg, dass er uns nicht nochmal sieht jetzt? Ja, rechts. Okay. Bis ganz oben. Hier rechts? Ja. Okay, dann fahr da lang. Ich halte das Ding. Wir starten nicht später nochmal. Gib das bitte den anderen durch, dass wir die Position wechseln und die Drohne wieder hochziehen, dass wir nicht den klassischen Weg fahren. Ja. Also wir ändern jetzt den Weg, um die Drohne nochmal hochzuziehen. Gib her. Kommando an alle, ihr fahrt weiter. Wir ändern jetzt die Position und ziehen woanders hoch. Kommando, wir ziehen jetzt ab, weil wir müssen raus. Übernehmen Sie A, übernehmen Sie A. Meine Straße wieder auf A. Geht planmäßig weiter in den Streckenverlauf. Planmäßig weiter im Streckenverlauf. Frau Maslake, müssen Sie jetzt genau drauf? Ja, wir haben ihn drauf. Jetzt auf eurer Höhe, Nick. Gebt durch, dass wir sie wieder haben. Ja, verstanden. Ich habe jetzt für einen kurzen Moment keine Sicht. Bleib mal kurz stehen. Bleib da vorne mal kurz stehen. Da, ich hab sie im Blick. Okay, wir fahren weiter. Ja, wir hatten gerade den Blick und filmen die gerade. Ja, dann fahren wir jetzt an den nächsten. Ab diesem Punkt verläuft die Observation reibungslos und der böse Mann bemerkt nicht, dass jeder seiner Schritte genau beobachtet wird. Warum diese Observation und nicht schon am Parkplatz konfrontieren, fragt ihr? Sobald der Mann in der Wohnung ist, hat er eindeutig klar gemacht, was er vorhat. Das nennt man Vorsatz. Denn der Chatverlauf und ein 25-minütiger Marsch in die Wohnung eines Kindes kommen auch beim verständnisvollsten Richter nicht gut an. Haut rein, hat er gesagt. Sturm, Sturm, Schellen, 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 Schellen. Abschluss. Nee, diese hier. Diese.
Ein bisschen unsicher, ne? Ja. Lange Zeit. Okay. Lange Zeit. Danke, ja, mal kurz. Dass sie mir antworten und sagen, ja, es tut mir leid, oder dass sie mir sagen, dass sie mir jetzt mit irgendeiner Fantasie aussehen. Nee, also definitiv nicht. Also wir haben darüber gesprochen, gar keine Frage. Ja, es tut mir auch leid, also es tut mir echt leid. Sie wissen, dass er, wie alt der Junge ist, oder? Er hat angegeben, dass er 13 ist. Ja. Ah. Und ich habe ihm auch schon gesagt, dass das eigentlich erst ab 14 ist, wenn die Selbstbestimmung des Amtes ja wahrscheinlich gerade gehört, was ich gesagt habe. Sie sind ja Steuerberater. Ja. Ich als Steuerzahler, ich sag mal monatlich oder sagen wir im Jahr 2.000, 3.000 abgeben muss und ich gebe aber nur die Hälfte ab. Ich meine, ist ja trotzdem schon mal die Hälfte. Ist das dann Steuerhinterziehung? Natürlich. Mhm. Und wenn jemand nicht 14 ist und wir dann mit dem haben wollen, dann ist das trotzdem illegal, oder? Natürlich. Und trotzdem ist das hergekommen. Ja, aber nicht primär mit dem Ziel zu haben. Also wir haben seit 3 Wochen sind wir mit Ihnen in Kontakt. Seit 3 Wochen haben wir mitgelesen, wir waren auch beim Gespräch dabei, wir haben alles mitbekommen. Und ich glaube, wissen Sie, was mich an Leuten wie Ihnen wirklich stört, ist, das ist ja nicht das erste Mal, oder? Man ist ja nicht so, als wären sie dafür nicht schon mal bestraft worden, oder? Ich bin bestraft worden, ja. Ja. Genau. Ja. Nichts gelernt? Natürlich noch nicht. Aber sie sind hier. Ja. Was sagt uns das? Nichts gelernt. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Ich habe das Gefühl, das ist für sie wie ein Spiel. Auch die Tatsache, dass sie wussten, dass der Junge, ist natürlich nicht wahr, aber dass der Junge angeblich keinen Vater hat und dass sie diese Lücke besetzen wollten und quasi. Sie wollten ihn ja theoretisch sogar adoptieren, haben sie ja zumindest mal angesprochen. Die Vaterrolle übernehmen. Ja, das war nur Spaß. Ich weiß. Das ist aber vielleicht in einem Kind in so einer Situation, das wirklich Hilfe sucht, das wirklich eine Vertrauensperson sucht, kein Spaß. Und wissen Sie, was Sie dann machen? Sie nutzen das aus und Sie zerstören so einen Menschen für Ihre eigenen Zwecke. Und das wissen Sie. Das wissen Sie. Weißt du, wenn ich das so machen würde, ja. Ja, Sie hätten es gemacht. Jetzt hätte ich nicht. Natürlich hätte ich es. Nein, hätte ich nicht. Wir beide wissen, dass das so ist. Jetzt erzählen Sie doch keinen Scheiß. Ich meine, Sie können jetzt erzählen, was Sie wollen, aber wir beide wissen, dass das so ist. Sie sind hierher gefahren, um mit ihm zu reden? Und die Sachen, die Sie davor geschrieben haben, nicht durchzuziehen, das wollen Sie mir jetzt erzählen? Ich hätte das nicht durchgezogen. Und warum sind Sie dann hier? Um eben mit ihm zu reden. So wie Sie das fünf Jahre lang mit dem anderen Jungen auch nicht durchgezogen haben. Ja, aus Recklinghausen. Ja. Ja, da haben Sie es auch durchgezogen.
Oder nicht? Aber der ist ja schon 19. Na gut, aber Sie haben ihn kennengelernt, da war er 13. Sie haben es selber gesagt. Genau. Ja. Also, nicht legal. Und ich sage Ihnen ganz im Ernst, eigentlich von mir, müssen Sie sich weniger entschuldigen. Aber wissen Sie, bei wem Sie sich entschuldigen sollten? Beziehungsweise, wem Sie in die Augen sehen sollten? Und Sie können froh sein, dass wir hier sind. Und das sind die Eltern des Jungen. Mhm. Die sind nämlich auch hier. Die können gerne mal kommen. Aber, ja. Ja. Hi. Ich bin Linus. Hey. Dir ist klar, dass du froh sein kannst, dass die Einhorn-Crew hier steht und dich beschützt vor mir, ne? Weißt du, was passiert wäre, wenn du hier mit meinem Sohn überhaupt irgendwas gemacht hättest? Du wärst vielleicht nicht mehr nach Hause gekommen. Und mit dem Krankenwagen abgeführt worden. Das schwöre ich dir aber. Hm? Die anderen Jungs haben sich gefreut, mit dir Zeit zu verbringen. Ist das dein Ernst? Ja? Worüber haben die sich gefreut, ha? Erzähl mal. Erstens waren es nicht mehrere Jungs, sondern nur einen. Sollen wir den Verlauf durchgehen? Ist auf meinem Handy. Ich wollte nochmal nachlesen, was du mir geschrieben hast. Er hat immer mit jeden Abend. Ha? Hast du selber Kinder? Ja. Stell dir vor, ich als sie in dem Alter waren, wäre gekommen und hätte das versucht. Stell dir das mal vor. Wahrscheinlich. Ja, genau. Und soll ich was sagen? Es wäre dann recht. Weißt du, nochmal, ne? Ich habe kein Problem, wenn man so eine Neigung hat und dagegen aktiv angeht, indem man sich Hilfe sucht. Aber das tust du nicht. Du bist hier. Du bist hier. Du bist hier. Du hast nichts gelernt. Und sei froh, wirklich, sei froh, dass wir hier sind. Und weil der Vater hat das sofort rausgefunden. Das wäre nicht gut ausgegangen für dich. Du weißt, was jetzt passiert, oder? Ich würde sagen, so machen wir das, genau. Kennst du den Ablauf? So, komm, ich brauche ein Telefon. Ich würde da mal anrufen. Nee, das lass mal. Wir müssen auch nochmal sicher gehen. Ja, ich weiß. Nein, aber vorne, was ist hier? Dass du nichts löschst. Ja, das dauert. Nein, ja, dass du nichts löschst und. Nur so, ne? Von uns geht keine Gefahr aus. Wir drohen dir nicht. Wir haben nicht vor, dir irgendwas zu tun. Also, ich kann für alle sprechen. Ansonsten, wie gesagt, wir passen. Pass auf, wir tun die Sachen hier rüber. Es geht nur darum, dass du nichts verschwinden lässt. So. Nachdem ich die Polizei gerufen hatte, stellte sich allgemeine Erleichterung ein. Wir können vorgreifen, dass die Beweislage so erdrückend war, dass der Mann noch am gleichen Tag in U-Haft kam und auch eine Hausdurchsuchung stattfand. Während wir auf die Beamten warteten, dachte ich darüber nach, was der Vater gesagt hatte. Sei froh, dass ich dich nicht alleine hier erwischt habe. Dieser Satz geisterte mir noch die gesamte Zeit im Kopf rum. Was hätte ich gemacht, wenn ich so jemanden mit einem meiner Kinder erwischt hätte? Ich könnte nicht die Hand für mich ins Feuer legen, dass das Ganze glimpflich ausgegangen wäre. Und da wurde mir klar, warum es wichtig ist, was wir machen. Wir geben den Opfern und deren Familien die Stimme, die ihnen die Justiz versagt. Als ehemaliger Polizist kann ich sagen, dass Emotionalität im Job fehl am Platz ist. Wenn dann aber noch ein Skandalurteil durch die Presse geht und die Stimmung aufheizt, wird der Schrei nach Selbstjustiz laut und ganz ehrlich, ich kann es den Opfern nicht verübeln. Aber deswegen sind wir eben doch wichtig, denn wir stehen zwischen dem Rechtsstaat und der Selbstjustiz. Und wer glaubt, dass das Bullshit ist, muss sich nur die Videos ansehen, in denen Menschen gejagt und anschließend verprügelt werden. Auch wenn es rechtsstaatlich falsch ist, kriegen diese Videos großen Zuspruch, weil viele Menschen sich nicht mehr vom Rechtsstaat repräsentiert fühlen. Heute ist ein guter Tag, denn ein Mann ist durch uns zu Recht in den Bau gegangen, ohne dass ihm ein Haar gekrümmt wurde. Und das ist Fakt. Die Kritik, dass unsere Arbeit keine Früchte trägt, empfinden wir als lächerlich. Da durch die Überlastung der Gerichte eine Ermittlung schon mal bis zu einem Jahr dauern kann, bevor sie verhandelt wird, sind Urteile in unseren Fällen noch ausstehend. Und uns ständig mit anderen Teams zu vergleichen, die anders arbeiten als wir, langweilt uns auch. Deswegen hört auf, uns Presseanfragen zu schicken, liebe RTL-Redaktion. Durch unsere Quellen wissen wir bereits, dass ihr schlecht über uns berichten wollt. Und deshalb ist das auch die letzte Folge der Panthers gewesen. Wir wollen nicht mit anderen verglichen werden, die mit Basies Penner kloppen und hochkant filmen. Dafür steckt zu viel Arbeit und Liebe in dem, was wir machen.
Was aber nicht heißt, dass die Einhorn-Crew nicht weitermacht.